Wenn es draußen heiß und sonnig ist, dann braucht ihr in jedem Fall viel Flüssigkeit und am besten noch ein paar Vitamine. Deswegen gibt es bei mir heute einen leckeren Sommerfrischdrink. Dieser Drink macht dich in jedem Fall wieder frisch und fit und ihr braucht auch nur Erdbeeren, kernlose Weintrauben und Pfirsiche, dies alles am besten gekühlt oder auch in TK. Dann braucht ihr noch eine Orange, Zitronensorbet und Orangensaft, wobei ich jetzt einen Mandarin-Orangensaft genommen hatte, aber das ist egal. Wer übrigens die genauen Mengenangaben wissen möchte, der schaut am besten gleich im Anschluss mal auf meiner Seite www.senftatze.net vorbei. Dort schreibe ich euch alles nämlich immer nochmal schön auf und den Link findet ihr in jedem Fall immer am Ende des Videos, aber auch hier oben im Video, wenn ihr auf das Infozeichen klickt oder auch unter dem Video in der Beschreibung. Meine Rezepte bereite ich euch da jedenfalls immer nochmal nett auf, deswegen schaut doch einfach mal rein. Der sommerfrische Drink ist auch gar nicht schwer. Ihr braucht die Pfirsiche nur entkernen, vierteln und in ein Gefäß geben. Dann den Strunk von den Erdbeeren entfernen und die Erdbeeren ebenfalls in das Gefäß geben und zu guter Letzt auch die Weintrauben einfach abzupfen und auch wieder in das Gefäß geben. Die Zutaten werden dann allesamt fix und anständig mit dem Pürierstab oder einem Mixer klein und fein püriert. Dann schnappt ihr euch Gläser, ich nehme jetzt einfach mal zwei, und darin gebt ihr dann jeweils einen guten Schluck, also so ein Viertel des Fruchtpürees hinein. Dann nehmt ihr euch das Zitronensorbet und gebt in jedes Glas eine richtig schöne Kugel des erfrischenden Eises. Dann jedenfalls wird der Drink einfach mit ganz kaltem Orangensaft aufgegossen und tada, fertig ist der sommerfrische Drink. Ach halt, wir haben ja noch die Orange. Von der müsst ihr euch einfach nur mal kurz eben eine schöne Scheibe abschneiden, sie vierteln und dann als kleine frische Dekoration an die Gläser heften. Aber dann ist das Rezept vollständig und der sommerfrische Drink fertig. Und wenn er fertig ist, dann verliert auch am besten keine Zeit, sondern genießt direkt diesen echt angenehmen und erfrischenden Drink. Das Einzige, was ihr vielleicht nochmal eben von dem Genießen machen könnt, ist mir zu schreiben, was ihr zu diesem sommerfrischen Drink sagt und ob euch das Video gefallen hat. Und eigentlich könnt ihr mir das auch immer direkt mit einem Klick zeigen und damit meine ich nicht nur den Daumen nach oben. Nein, wenn euch das Video gefallen hat und ihr nun neugierig seid, was es zukünftig noch geben könnte, dann abonniert doch schnell meinen Kanal, sodass wir uns auch gar nicht erst aus den Augen verlieren. Ich würde mich jedenfalls sehr freuen, wenn wir uns im nächsten Video wiedersehen und in den Kommentaren vielleicht sogar voneinander lesen. Und jetzt wünsche ich euch noch ganz viele schöne, sonnige und erfrischende Tage. Danke, dass ihr dabei wart. Alles Liebe und bis zum nächsten Mal. Euer Pascal von senftatze.net.